Wie viele Räder hast du denn überhaupt jetzt, was die Sportart angeht? Bahnrad, hast du dann viele? Hast du ein besonderes, ein Lieblingsrad? Hat das einen Namen? Also meine Bahnräder haben alle Namen. The Black Panther war derjenige, welcher der Olympiasieger geworden ist in Rio. Das FES mit dem Bronze aus Rio, da war Black Eagle zum Beispiel. Nee, Pink Eagle, I'm sorry. Pink Eagle. Also sowas halt. Dann gibt's Lilifee, gab's auch schon und sowas. Also meine Bahnräder haben alle irgendwie Namen. Man hat ja auch viel Zeit drauf, ne? Aber ich glaube, ich habe 15, 17 Fahrräder oder sowas in total. Also ich habe echt viele. Suchst du dann für jedes Rennen jetzt zum Beispiel in Hongkong immer ein spezielles raus oder ist es wieder der Black Eagle, mit dem du Erfolge hattest? Oder wie kann man sich das vorstellen? Der Black Eagle, der ist an die Wand gehangen. Der hat ausgedient. Der hat seinen Job erfüllt. Besser ist, eine Rente reicht. Ruhe, Rente hängt da und sieht schön aus. Also es gibt dann, wir müssen natürlich auch tauschen. Carbon lässt natürlich auch nach und es wirken doch ein, zwei Watt auf dem Rahmen, dass wir nach und nach eben auch tauschen müssen. Du trainierst aber nicht nur auf der Bahn, du musst auch viele Kilometer auf der Straße machen, oder? Nicht so viele Kilometer, wie du euch denkst. Also wir sind auf der, natürlich ein bisschen Grundlagetagen auch auf der Straße, machen ansonsten aber so ein bisschen Regeneration, nochmal Luft in die Muskulatur lassen. Ansonsten sind wir aber fast genauso viel auch im Kraftraum, weil ich drehe 2000 Watt und die müssen am Oberkörper bewegt werden und die Power in die Beine muss natürlich auch ein bisschen was her, gell? Wo siehst du dich in 10, 15 Jahren? Da wirst du, glaube ich, nicht mehr, sorry, Bahnradsportlerin sein. Nee, in 10, 15 Jahren nicht mehr. Dann sehe ich mich hoffentlich am Erfurter Hauptbahnhof als Bundespolizistin und die Bösewichte ärgern und fangen. Im Fahrrad? Ja, vielleicht, da. Die soll mal laufen, ne?